Auf den ersten Blick wirkt es wie ein Filmset von Der Herr der Ringe. Doch die gigantische Gipsfigur auf diesem Feld im polnischen Świebodzin hat einen religiösen Hintergrund. Eine Statue von Jesus Christus wird hier errichtet, die größte der Welt. 36 Meter hoch ist die Skulptur, seit der Montage des gekrönten Christushauptes am Samstag, versteht sich. Einer göttlichen Eingebung folgend hatte der polnische Priester Sylwester Sawatzki die Idee, den Riesen-Jesus zu bauen. Für die Erfüllung seines Plans suchte er sich das beschauliche Fleckchen Erde im Westen Polens aus. Nicht alle Menschen in Świebodzin sind davon begeistert. Es gibt viel wichtigere Dinge, für die das Geld verwendet werden könnte. Arme Kinder zum Beispiel, Waisenhäuser oder alte Menschen. Unterstützung kommt hingegen vom Bürgermeister der Stadt, Dariusz Bekisz. Ich bin froh, denn durch das Bauwerk wird unser Ort bekannt, nicht nur in Polen, sondern auch über internationale Medien. In anderen Ländern zeigt man viel Interesse. Mehr Menschen werden Świebodzin besuchen und Geld hier lassen. Einige werden wegen des spirituellen Rufes kommen, andere aus Neugier. Rund 200 Menschen kamen am Samstag zur offiziellen Präsentation der Skulptur zusammen. Gespannt verfolgten sie die letzten Arbeiten. Mit seinen 36 Metern übertrifft der Jesus von Świebodzin die legendäre Statue Jesus Christus Erlöser in Rio de Janeiro. An einen Konkurrenzkampf mit der brasilianischen Figur habe er jedoch nie gedacht, sagte Pater Sawatzki bei der Präsentation. Christus selber habe die Idee zu dem Bau gehabt, so der Geistliche. Er sei nur dessen Anweisungen gefolgt.